Ein weiteres neues Kapitel von Disney Plus The Mandalorian ist da und wieder einmal befinden sich Din Djarin alias Mando, gespielt von Pedro Pascal, und Grogu alias Baby Yoda in einer ziemlich intergalaktischen Zwickmühle. Kapitel 14 trägt den treffenden Untertitel Die Tragödie, denn die Episode endet mit Grogu in den Fängen des Moff Gideon des galaktischen Imperiums, gespielt von Giancarlo Esposito, der sich damit als einer der großen TV-Schurkenschauspieler weiter festigt. Gideon erkennt nicht nur die Macht, die der kleine Grogu besitzt, sondern er scheint auch einen finsteren Plan für ihn zu haben. Natürlich wird die Arbeit des großen Übels selten alleine vollbracht. Gideon hat ein beeindruckendes Team von Bösewichten, die mit ihm zusammenarbeiten, um dem armen Din das Leben schwer zu machen. Einer dieser Handlanger ist sein Kommunikationsoffizier, eine kleine Rolle, die aber an mehreren entscheidenden Momenten der Serie zum Einsatz kam. Die Figur wird von der Schauspielerin und Kampfkünstlerin Katie O'Brien gespielt. Wenn ihr sie in Kapitel 14 von The Mandalorian gesehen und dabei ein Déjà-vu bekommen habt, dann liegt das daran, dass ihr sie wahrscheinlich wirklich schon mal woanders gesehen habt. Bevor sie sich mit Moff Gideon zusammentat, hatte O'Brien bereits einen beeindruckenden Lebenslauf mit Rollen in einer Vielzahl von Genre-Fernsehprojekten, einschließlich einiger anderer Handlangerrollen, an denen ihr sie vielleicht wiedererkennt. Nach einer Reihe von kleinen Rollen in Serien wie The Walking Dead und How to Get Away with Murder landete O'Brien ihre erste bedeutende Rolle in Zed Nation, Sci-Fis Auffassung des Zombie-Apokalypse-Genres. Sie kam in der 5. und letzten Staffel zur Besetzung und spielte Georgia George. St. Clair George ist die fähige Anführerin einer Gruppe von Überlebenden, die versuchen, eine neue und gerechtere Gesellschaft zu gründen. Aber wie viele Visionäre in der Apokalypse lernen, sind selbst Dinge wie Sicherheit und Nichtsterben für eine von der Katastrophe geschockte Bürgerschaft schwer zu verkaufen. Für O'Brien passte die Rolle ganz hervorragend. In einem Interview mit dem Oki-Magazin erklärte sie: "Ich fühlte mich mit George als Charakter sehr verbunden, deshalb war es leicht, aus meiner Vergangenheit und dem, was ich heute in der Welt sehe, zu schöpfen, um mir zu helfen, mich mit ihr zu identifizieren. Ich war ein großer Idealist. Als ich mehr im Leben erlebte, wurde mir ähnlich wie George klar, dass man in der Lage sein muss, ihre Ideologie mit der Realität der Welt um sie herum in Einklang zu bringen." Nach dem Ende von Zed Nation arbeitete O'Brien weiterhin im Genre. Die Rollen, die sie spielte, wandelten sich jedoch von idealistischen Anführern zu abgehärteten bösen Mädels. Nachdem sie eine Staffel lang die starke und mitfühlende George in Zed Nation gespielt hatte, nutzte O'Brien ihre von Kampfsportarten geprägte Körperlichkeit, um eine andere Art von entschlossenem Charakter zu verkörpern. In der CW-Serie Black Lightning, einer Arrowverse-Serie, die auf der gleichnamigen DC-Comics-Figur basiert, spielt sie Major Sarah Gray, eine Soldatin der verrufenen American Security Agency, oder auch ASA genannt. Sie wird in der 3. Staffel als starke Frau für Agent Odell, gespielt von Bill Duke, vorgestellt. Als er verletzt wird, übernimmt Major Gray sogar das Kommando. Im Gegensatz zur Figur George, die ständig vor schwierigen Entscheidungen stand, um ihren Wunsch, Gutes zu tun, mit den gegebenen Umständen in Konflikt zu bringen, sind die Beweggründe von Major Gray viel einfacher. Wie O'Brien gegenüber Comicbook.com sagte: "Es ist weniger so, dass ich mir die Zeit nehmen muss, um mich wirklich in die Emotionen der Figur hineinzuversetzen, denn das weiß ich so ziemlich genau. Ich habe eine Mission und ich muss sie erfüllen." Der unerbitterliche Drang, eine Mission zu erfüllen, machte Major Gray während O'Briens Lauf auf der Serie zu einem formidablen Gegenspieler. O'Brien absolvierte ihre Dreifachrolle als schurkische Handlangerin in wichtigen Sci-Fi-Fernsehserien. Als sie in der Marvel-Serie Agenten von S.H.I.E.L.D. als Kimball, ein Mitglied des Teams von Nathaniel Malick, gecastet wurde. Die Gruppe besteht aus Bösewichten, die durch Sprünge durch Zeit und Raum an ihrem vorbestimmten Tod vorbeigeschlüpft sind. Und wenn man bedenkt, dass Malick in eine Hydra-Familie hineingeboren wurde, sollte man besser glauben, dass eine der Hauptprioritäten für diese Gruppe zeitreisender Schrecken darin bestand, S.H.I.E.L.D. zu zerstören. Unglücklicherweise für Kimball setzte sie ihr Geld auf das falsche Pferd. Ein Schicksal, das sie herausfand, als sie und der Rest von Malick's Crew von Daisy Jason alias Quake ausgelöscht wurden. Während sie im Serienfinale von Agents of S.H.I.E.L.D. vielleicht die böse Handlangerin war, fand O'Brien eindeutig einen guten Platz für sich selbst. Jetzt, da sie eine etablierte Präsenz innerhalb der Mandalorian geworden ist. Wir sind sicher, dass Katie O'Brien ihre Talente in Zukunft überall in Film und Fernsehen zur Geltung bringen wird. Seht euch eines der neuen Videos gleich hier an. Außerdem kommen bald noch mehr Looper-Videos über eure Lieblingsserien. Abonniert unseren YouTube-Kanal und aktiviert die Glocke, damit ihr kein einziges Video mehr verpasst.